Grüezi und willkommen zum Cash Börsentalk vom Freitag, am 25. April. Es ist der letzte Freitag im Monat und die treuen Zuschauer wissen es. Das ist der Tag vom Cash-Guru Alfred Herbert. Mit ihm diskutieren wir den Verlauf der Börse, wie es weitergeht an den Aktienmärkten und schauen einzelne Aktien aus dem Swiss Market Index. Alfred Herbert, wir haben die Osterwoche hinter uns. Die Volumen waren traditionell recht dünn gewesen. Wir haben trotzdem ein leichtes Plus im SMI. Wie ist so das Investoren-Sentiment, die Anlegerstimmung momentan? Recht flau, lauwarm und eigentlich lustlos. Es läuft eigentlich nichts und es sind noch keine Entscheidungen fällig. Wir haben einen Chart vorbereitet vom Swiss Market Index vom Anfangsjahr bis jetzt. Da sieht man wirklich, das ist ein Auf und Ab, oder? Seit 4 Monaten, wir haben 3 Hochs gehabt, es ist dann wieder runtergegangen. Also eine ziemlich volatile Sache. Was sind da Gründe dafür? Also die Chartisten sagen dann Backing and Filling, hier und her turnen, ohne dass etwas rechts läuft. Man sieht, der wiederholte Anlauf an die Spitzen und er klingt nicht. Sogar die zweite Spitze ist ein bisschen leichter. Also das heisst einfach, dass der Markt bergaufwärts recht Mühe hat und die Luft weiterhin halt ein bisschen dünn ist. Wir haben noch gewisse Einflussfaktoren, die weitere Aufwärtsbewegung haben. Die Ukraine-Krise, wir haben das Wachstumabflauung in China zum Beispiel. Die USA geht relativ gut, aber dort sind die Zahlen auch so ein bisschen schleppend. Was haben Sie noch für weitere Faktoren? Es ist tatsächlich so, wir kommen sicher vielleicht im Laufe des Gesprächs noch drauf, es ist auch Japan noch ein Sorgenkind. Es hat mehr Sorgen, als wir vor einem Jahr hatten. Und es hat weniger sexy Anregungen zum Weitergehen. Und das tut eigentlich den Markt ein bisschen lähmen. Man redet in Europa auch viel von Deflation. Das heisst, fallende Preise. Die Leute nicht mehr das Geld ausgeben, weil man noch tiefere Preise erwartet. Also tödlich für einen Wirtschaftskreislauf. Spielt das jetzt vielleicht auch schon in den Aktienmärkten mit, so eine Deflationsangst? Ich glaube, dass man das immer mehr ins Gerät bringen wird, weil auch die Leitbanken das nicht in den Griff kriegen. Sie können nicht ein bisschen Inflation, die jahrzehntelang verdammt worden ist, können sie jetzt nicht anheizen und hätten es gerne ein bisschen. Und natürlich immer mehr nimmt man das Beispiel Japan führen. Vor 15 Jahren war dort der Index 40'000 gewesen, heute ist er 16'000, man muss sich das vorstellen. Und die Staatsverschuldung der Japaner hat jetzt Ende März 270% erreicht. Also ist grauenhaft höher als Griechenland oder alle anderen Länder. Man muss sich das vorstellen. Also wenn die so weitermachen, vor 15 Jahren hat jeder von Japan geredet, heute redet niemand mehr davon. Die haben also eher noch Sorgen, dass die sogar im schlimmsten Fall sogar in einen Finanzkollaps kommen könnten. Also Deflationsangst ist vor allem im Euroraum ein Thema. Dort haben wir fallende Preise und die EZB wird dazu gedrängt, auch etwas dagegen zu machen, also Inflationierung stattfindet. Wie wirkt sich denn so eine Deflation auf eine Börse aus? Also, lähmend. Lähmend. Ich muss noch ein Beispiel Japan zitieren. Das würde also den ganzen Pupf aus den Aktien rausnehmen und aus den Börsen rausnehmen. Also Japan macht doch jetzt das, also die Inflationierung? Ja, aber die haben sich so verschuldet bis über das Dach. Die kommen dann nicht zum Schneider raus und die müssen etwa 20% Export plus haben, nur dass sie das Laufende einholen können. Und das haben sie nicht. Und der Yen ist ja versoffen im Vergleich zum Franken und auch zum Dollar und sieht schwach aus. Also die haben Sorgen, die ich nicht teilen möchte und sie werden nicht kleiner. Das sind also eher so ein bisschen langfristige Perspektiven, die wir jetzt angesprochen haben. Ich würde doch noch mal rasch zum Swiss Market Index zurückkommen, wie der in den letzten 12 Monaten ausgesehen hat. Es ist nicht nur, da haben wir auch einen Chart vorbereitet, es ist nicht nur eine Sache von diesen 3 Monaten, die wir jetzt gesehen haben. Hier. Wenn man jetzt so die 12 Monate anschaut, sehen wir auch, das ist auch eine ziemlich volatile Sache. Aber man sieht da ganz eindeutig, man könnte auch 3 Jahre zurückgehen, es geht stetig aufwärts. Ich weiss, viele Leute sagen, das wird jetzt noch immer so weitergehen, oder? Aber hat es da nicht einmal eine Tendenz, dass es mal abflacht, die volatilen Aufwärts? Ich glaube, wir sind bereits in diesem Trend drin. Es hat mehr, wenn man jetzt genau die erste Quartalausweise anschaut. Da hat es eine Haufen Firmen, die noch Plus haben, weil sie all die Auftragsbestände haben, die gut laufen, immer noch Zukunftsoptimismus herrscht. Aber
Sie haben Mühe mit den Währungen etc. Die Gewinne im Vergleich zum letzten Jahr hinken. Und ich glaube, der Trend wird leider noch ein bisschen zunehmen. Also wir werden auch noch mit Sorgen eingeteilt werden. Hier. Und es nützt nichts, wenn man sagt, es geht ein bisschen auf. Ich glaube, dass auch hier der Trend ein bisschen gebrochen ist. Also meinen Sie, wir sind noch ein bisschen an einem Wendepunkt in der Börsenentwicklung? Ich glaube, dass sich die Hiobsbotschaften ein bisschen häufen. Zum Beispiel am Donnerstagmorgen habe ich gesehen, die Uhrenexporte sind im März erst mal zurückgegangen nominell. Man muss sich das vorstellen. Ich sage zwar noch im Vierteljahr noch besser, weil der Januar und Februar noch gegangen sind. Aber wenn man den Trend anschaut, ist das, dass der grosse Risser von der Börse der letzten Jahre, Jahrzehnte, die schlafen jetzt auch ein bisschen und stoßen an, verkaufen nur noch billigere Uhren. Die Türen laufen nicht mehr so, weil wir ja wissen, warum. Wegen der Korruptionsverdächtigung etc. in China und Indien etc. Und so hat es einige Botschaften, die sich reinschleichen. Banken auch, Credit Suisse, oder? Wo ja, das ist wieder ein Sorgenkind sowieso. Also, ich habe mit Leuten geredet, hier, mit Relation Manager Vorname, das heisst RM, die sagen, sie, also Kunden hätten, ja, sie hätten täglich hätten sie jetzt schon Abflüsse auch. Sie holen mal wieder mal einen grossen Übersee rein, dass sie es aufpolieren. Aber da ist also, es ist freudlos. Und wenn man weiss, was da noch auf die erwartet, mir ist aufgefallen, dass der Quartalsausweis überhaupt keine Vergleichszahlen oder nichts hat. Das haben sie wischiwaschi da gelassen. Und der Brady Dugan, der CEO, der erzählt immer, wie gut es noch ging etc. Aber was da das Schlimmste ist bei den Banken, in der Finanzkrise ist Kreditanstalten vorgekommen, im Gegensatz zur UBS nicht müssen zum Bund und zur Nationalbank gehen, weil die mittelöstlichen Hauptaktionäre oder Grossaktionäre Milliarden eingestellt haben. Aber die haben zu Bedingungen gemacht, das wird erst bekannt, dass Investmentbanking abgebaut werden müssen, tunlichst auf 30% runter, und wir sind immer noch über 40% bei den Krediten. Das ist ein Problem. Und da hat halt der Brady Dugan grosse Probleme. Er ist ja der geborene Investmentbanker. Es gehen ja periodisch Spekulationen auf, dass es Zeit ist, für ihn abzutreten. Er ist immer noch da. Also vielleicht wird er in drei Jahre auch noch da sein. Ein anderes Grossunternehmen, das diese Woche im Fokus gestanden ist, ist Novartis. Am Dienstag nach den Ostern die grosse Ankündigung wegen dem Konzernumbau, die man erwartet hat. Das hat über die Investoren überzeugt. Zwei Tage später Quartalszahlen, die nicht so überzeugt haben, die zu Minus geführt haben an der Börse. Was auffällt, wir haben hier auch einen Chart vorbereitet und ich spiele hier auf einen Konzernumbau an. Das ist der Aktienkurs von Novartis in den letzten drei Jahren und wir sehen dort ganz rechts aussen ein rechtes Drittel, wie die Aktie durchgestartet ist nach der Ankündigung vom Abtritt von Daniel Vasella. Anfangs 2013 hat über 25% zugelegt seit heute. Also man sieht hier eigentlich einen deutlichen Vasella-Effekt. Was meinen Sie, geht das weiter so mit Novartis, mit dieser Kursentwicklung? Das glaube ich nicht. Ich will jetzt erst einmal schauen, wie überhaupt der ganze Umbau läuft. Und wenn man jetzt in einer zweiten Überlegung auch mit Analysten redet, die sagen, die wollen dann zuerst schauen, wie die Gewinnmargen in den neuen Sachen sind zum Beispiel. Und sie wollen zuerst schauen, was man definitiv für die Alten gekriegt hat. Also der Umbau, der wird sicher auch noch köstlich werden. Und bis man das hat, dass jetzt da ein Befreiungsschlag gekommen wurde, auf das kann ich noch begreifen. Ich glaube, dass der Vasella-Effekt überbewertet wird. Die guten Sachen, die sie das Grossgeld verdienen, haben die auch erkauft, muss man fairerweise auch sagen. Es ist eine richtige Fusionswelle im Gang in der Pharmabranche. Also, letzte Woche ist Gerüchte halt bekannt worden, dass Pfizer, der US-Pharma-Gigant, 100 Milliarden Dollar will zahlen für britische Konkurrent AstraZeneca. Da sind natürlich auch gerade Spekulationen aufgekommen. Novartis hat immer noch 33% Anteil an Roche. Das ist auch ein Vasella-Erbe. Was passiert mit diesen 33%? Spekuliert Novartis immer noch auf eine Fusion oder wird Novartis das eher abgeben und vielleicht den Rost verkaufen? Ich glaube, es ist eher ein weißer Elefant, den man gekauft hat und gemeint hat, sie können etwas forcieren, was jetzt blockiert worden ist durch die Hauptaktion von der Roche und auch weiterhin wird blockiert werden, heute und morgen. Ein weißer Elefant, der jeden anschaut und in den Garten vom anderen schaut, aber keinen will im eigenen Garten haben. Das ist ein bisschen eine lahme Sache, aber sie haben wenigstens noch ein bisschen Rendite drauf. Also der Trostpreis ist da.
Vielleicht noch eine Idee wegen der wilden Übernahme, wo kommen. Das Geld ist billig. Heute kannst du alles kaufen mit nichts, kostet nichts. Du kannst die 10 Jahre verschulden mit 1%, 2%. Und das machen die natürlich hemmungslos. Die Qualität der Käufe nimmt mit dem nicht zu. Das ist gerade mein nächstes Thema. Am Donnerstagmorgen ist auch bekannt worden in der Financial Times, dass General Electric, der US-Riesenkonzern mit verschiedenen Industriebereichen, dass der Alstom will übernehmen. Das wiederum ist ein Konkurrent von ABB. Die Aktien in diesem ganzen Industriesektor sind gestiegen, auch die von ABB. Was muss man jetzt so daraus lesen? Ist ABB ein Übernahmekandidat oder könnte es da neue Kooperationen geben? Oder wie? Also zuerst zu General Electric. Die ersaufen im Geld. Die haben jahrzehntelang das Geld im Ausland parkiert. Und wenn man Gewinn draussen hat, muss man sie nicht versteuern. Also die müssen etwas machen jetzt und müssen umschauen. Das ist vielleicht eine Spezialsituation. ABB ist halt die Kapitalgüterindustrie. Nicht so margenfreundlich. Sie haben sich behauptet im Markt. Aber es geht halt langsam. Das ist ein steiniger Weg. Wenn es sich mal in Bewegung setzt, dann segeln sie wieder mal 5 oder 10 Franken. Aber wie gesagt, ich kenne ganze Horden, die schon jahrelang darauf warten. ABB bringt ja nächste Woche auch Quartalszahlen. Ich habe mal auf einen Aktienkurs geschaut von ABB und ich muss sagen, wenn ich die Entwicklung anschaue, seit 4-5 Jahren, der Kurs will einfach nicht ausbrechen nach oben. Man war immer so bis um 20 Franken rum, dann ist sie wieder auf 3, vielleicht auf 24, 25. Jetzt ist sie wieder runtergegangen. Woran liegt das, dass der Kurs nicht ausbricht? Also ich habe noch nie so etwas gesehen wie der ABB, wenn ich mit Händlern rede. Die handeln einmal eine Millionenposition mit einem Rappen. Also das ist nun der liebste Aktie, wo man kann richtig bürsten, deutsch gesagt, wenn man sagt an der Börse. Und das wird gemacht und das ist sicher nichts, was Freude macht. Aber die Aktie ist sicher eine Ertragsrestie in guten Märkten und ich glaube, dass mittel- und längerfristig eine feine Sache ist. Nicht spektakulär, aber etwas Gutes. Also die Krise, wie wir die bei ABB hatten, vor über 10 Jahren, das glaube ich nicht mehr, dass das passieren kann. Nein, das Resultat von dieser Krise ist jetzt, dass man viel breiter abgestützt ist. Früher ist man auf dünnen Beinen gestanden und heute steht man auf einem schönen Podest und das ist schon ein Unterschied. Freddy Herbert, merci für die Ausführungen und danke für den Besuch. Das war es vom Cash Börsentag vom Freitag, am 25. April. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche ein schönes Wochenende. Wieder schauen wir einander.